So, wie gesagt, die Gilde lassen wir. Kommt, lasst mich einmal probieren. Ihr wisst, dass ihr nur diese Wahl habt. Seid vernünftig. Ihr malt wirklich ein hübsches Bild, aber ich habe ziemlich gemeine Sachen darüber gehört, was mit dem passiert, die sich anschließen. Gerüchte und Hörensagen. Ich stehe hier vor euch als sogenannter gut informierter Kreis. Ihr könnt meinen Worten glauben oder ihr könnt enden wie all die anderen. Seht ihr, damit fängt die Bedrohung an. Doch ich vermute, meine eigene Gilde ist nicht weniger bedrohlich. Ich weiß auch nicht. Ihr wisst es, ihr habt es nur noch nicht laut ausgesprochen. Vielleicht, aber ich... Wartet mal, irgendjemand hört uns zu. Macht, dass ihr wegkommt, bevor sie uns sehen. Geht, wir werden uns um diese Spione kümmern. Niemand legt sich ungestraft mit den Schattendieben an. Ja. Da verschwindet die Wolke. Ruft euch zu. Und wir verprügeln zwei Schattendiebe. Dann kann ich euch einen schnellen Tod. Keine große Herausforderung. Wieder der vertrauten Zauber. Und eine neue Schriftrolle. Das geht an Yoshimo, das geht an Yoshimo, das geht an Yoshimo. Das geht an Minsk. Nachricht. Die Schattendiebe werden mit jedem Tag schwächer. Sie können nicht einmal ihre eigenen Mitglieder vor Gefahr der Nacht schützen, die sie angeblich so gut kennen. Was bringt es euch also, eure Gebühren an die Schattengilde abzuliefern? Das Gold wird offenbar nur dazu verwendet, dass das Schattenkonzil in Saus und Braus nehmen kann. Schließt euch uns an und ihr werdet eine Belohnung erhalten, die eurem Wert angemessen ist. Wir treffen uns, wenn die Nacht zur Hälfte vorbei ist. Ihr kennt ja den Ort. Ja, das ist wieder die Geschichte, in die wir da tief hineingeraten sind. Den Zauber kenne ich bereits. Auflösung. Okay, Auflösung will ich auf jeden Fall haben. Auch wenn das ein Berührungszauber ist. Nee, Sichtweite des Zaubern. Ja, sofortiger Tod des Gegners. Es besteht auch eine hohe Chance, dass ein Teil oder gar die ganze Ausrüstung des Wesens aufgelöst wird. So, Bäder ist voll, das heißt, wir müssen mal wieder Zeug verkaufen. Und ja, hier ein Level abkriegen. Okay. In Städten wimmelt es immer von Bösem und von Verfall. Lasst uns hier einmal rumstöbern und sehen, was wir auch. Die Dienerin der Natur ist bereit. Okay, ja, hier kriegt ein Druiden-Level ab. Kriegt einen neuen Zauber auf 1, 3 und 6. Kriegt nur einen zusätzlichen Trefferpunkt. Naja, was nicht so schlimm ist. Wahrscheinlich, weil sie bei Druide schon recht hoch ist. Aber wir können neue Zauber einprägen. Ja, auf jeden Fall meine Rüstung des Glaubens reinhauen. Auf 3. Stärke übertragen. Nicht wirklich Unsichtbarkeit. Starres Denken. Krankheit heilen, auch nicht so. Irreführung. Nehmen wir noch mal Insekten herbeirufen. Heilzauber haben wir nämlich mehr als genug. Und 6. Stufe. Da wird's lustig. Tiere herbeirufen. Schmerzhafter Verfall. Feuerelementar beschwören. Feuerfrüchte. Dieser Zauber erzeugt 4 Feuerfrüchte. Die Feuerfrüchte verschwinden nach 3 Phasen. Wirft bei einer Feuerfrucht auf den Gegner, steht ein Feuerball, der bei jedem Wesen wirkungsfreie Schadenpunkte einrichtet. Ja. Leid. Heilung. Das ist mächtig. Ja. Also wirklich alles heilen. Volle Trefferpunkte. Es heilt Geisteskrankheiten. Materiespiegel. Ihr Zauber erzeugt ein örtliches Raum, eine örtliche Raumverwerfung.
einer unsichtbaren Scheibe, die Schützen vor dem Zauberschwert. Jeder angefährliche Schuss oder Wurf führt dazu, dass sich die Bewegungsrichtung des Projektils um 80 Grad ins Gegenteil verkehrt. Ja, also das wirft Sachen zurück, aber Yahira hat sowieso ein wundersames Erinnerungsvermögen. Mit Hilfe dieses Zaubers erinnert sich der Priester wieder an zwei Zauber des fünften oder des niedrigen Grades, die er an diesem Tag bereits eingesetzt hat und kann sie erneut benutzen. Als der Priester diesen Tag noch keine Zauber eingesetzt hat, ja, nicht so toll. Und der Verfall dieser Zauber kann nur auf lebende Wesen angewendet werden. Der schmerzhafte Verfall sorgt dafür, dass das betroffene Wesen rapide dahin sieht. Es wird zudem automatisch für 2 Runden verlangsamt. Ein Rettungswurf minus 2 gegen Gift misslingt und leidet seinen Schadenspunkt pro Sekunde. Der Zauber richtet insgesamt 50 Schadenspunkte an. Das ist auch böse. Das dann mache ich, wenn sie einen zweiten Slot hat. Ich weiß nicht, ob ich Verfall nehmen soll oder lieber Feuerbälle werfen. Tiere bei. Mit diesem Zauber ruft der Zaubernde 1 oder 2 riesige Bergbären herbei. Das ist nice. Bären sind immer gut, weil der da ruft irgendwas herbei. 2 Bergbären sind da praktischer. Ja, was möchtet ihr? So, da bleibt hier nur noch Cromwells Haus. Weil hier oben sind überall nur Eingänge in die Diebesgilde und halt der Weg zurück hier rüber. Cromwells Haus ist halt auch noch interessant. Ein Bettler. Elende Rumtreiber. Hier hast du ein Goldstück. Und da kriegen wir sogar ein Goldstück gleich zurück. Weil soweit ich weiß, wenn man genug Bettler Goldstücke gibt, dann steigert sich der Ruf auch noch. Und Talisa möchte ja einen guten Ruf, weil wir dadurch Geld, mehr Geld kriegen und mehr Geld einsparen. Cromwell. Cromwell sieht aus wie ein Schmied. Ah, wer ist da? Ach, ich sehe schon, irgendein Mensch kommt da in meine Schmiede marschiert. Besuch verirrt sich nur selten hierher bei der ganzen Hitze und so. Was kann ich für euch tun, Mädchen? Wer seid ihr? Ich heiße Cromwell. Wer seid ihr, wenn man fragen darf, hä? Ich bin Talisa. Freut mich, euch zu sehen. Fein, willkommen in meiner kleinen Werkstatt, Talisa. Gibt es vielleicht irgendetwas, das ein alter Zwerg euch anbieten könnte? Was sind das für Schmiedearbeiten, die ihr hier macht? Ich habe schon Rüstungen geschmiedet aus den Schuppen eines Basilisken, Helme aus der Haut von Fabeltieren, alle möglichen Gegenstände, die selbst den blutrünstigsten Göttern Angst einjagen. Ha. Aber ich arbeite nur auf Bestellung. Gebt mir die richtigen Bestandteile, ich schmiede euch daraus die mächtigste Ausrüstung, die ihr je denken könnt. Das ist genau die richtige Art zu leben für einen Schmied von meiner Klasse. Besitze ich irgendetwas, aus dem ihr einen Gegenstand schmieden könntet? Kann ich nicht genau sagen. Darf ich meinen Blick auf eure Ausrüstung werfen? Ja, nur ein bisschen herumstöber, da weiß ich mehr, ja? Hä? Das ist eine Art Schwert, nicht wahr? Lasst mal sehen. Ein recht schöner Edelstein für einen Schwertgriff, aber nur eine Heft und Klinge, daraus kann ich euch keine Waffe schmieden. Schade eigentlich. Nur was habt ihr sonst noch dabei, Nee, ich kann beim besten Willen nichts mehr entdecken, was einer Schmiede nach Vernutzen sein könnte. Vielleicht ein anderes Mal, man weiß ja nie. Ich brauche einen Schluck starkes Zwergenbier. Welche Gegenstände benötigt ihr für meine Schmiedearbeit? Nun, das kommt darauf an. Seltene Schuppen oder Schalen vielleicht oder irgendein magisches Metall, das ich bearbeiten kann. Ich kann auch Einzelteile eines größeren Gegenstands wieder reparieren. Meine Fähigkeiten sind breit gestreut. Verstehe, es ist besser, wenn ich gehe. Ein anderes Mal vielleicht. Gut. Keine große ich war Cromwell, Cromwell? Wie heißt er jetzt wirklich? Cromwell ist wichtig für uns. Was Ausrüstung angeht. Denn wie er gerade sagte, er schmiedet uns Sachen auf Bestellung. Und er schmiedet uns die mächtigsten Sachen, die wir so in Akt 2 bekommen können. Was ist hier oben noch drin? Ja, komm, Minsk. Schlafender Mann und schlafende Frau. Ihr braucht meinen Rat, nicht wahr? Okay, die schlafen. Yoshimo ist bereit.
Das heißt, Yoshiro guckt sich erstmal nach Fallen um, ob sie was hier verwanzt haben. Weil die sehen für Yoshiro recht reich aus. Also wird Yoshiro... sich einfach bedienen gehen. Sie haben nicht wirklich was dabei. Außer einem Engelshautring. Jo, wir haben jede Menge Zeug wieder. Oh, die sollten Yoshiro Pfeile geben. So. Eri hat noch genug. Ja, wenn. Und dann gehen wir mal wieder raus hier. Okay. Damit habe ich jetzt eigentlich die wichtigste Person hier gefunden, nämlich Cromwell. Ich wusste, dass er im Hafen war. Ich habe nur noch nicht mehr ganz genau gewusst, welches Haus es war und wie er hieß. Aber ich wusste, der Schmied war hier. Raufbolde. Ja, der... Für ein Kupferstück breche ich jemandem einen Arm oder ein Bein. Da ist eine Axt plus 1 drin gewesen. Fort, wenn es das ist, was ihr wollt. Da ist noch eine Truhe. Wie ihr wünscht. Euer Wunsch ist mein Begehr. Die ist jedoch verschlossen. Ihr seid direkt hinter mir. Gucken wir mal, was da drin ist. Gucken wir erstmal, ob eine Falle dran ist, wenn die schon hier so rumsteht. Nein. Wow, brennende Hände. Ich war keine große Herausforderung. Dann gucken wir noch in das Haus hier rein. Dann gucken wir uns die Hafner-Gilde an. Ja gut, hier kommen wir nicht rein. Jedenfalls noch nicht. Das ist Wake Getwas Haus. Mhm. Hier kommen wir zu den Werften, mehr oder weniger, ist nichts. Gut, da reden wir mal mit Rylock. Ihr habt uns doch Weinfett zurückgebracht, oder? Seid ihr erneut gegrüßt? Kann ich euch irgendetwas für euch tun? Ja, könnt ihr mir sagen, was das hier für ein Ort ist? Dies ist eine Privatresidenz. Privat wie, das geht euch nichts an. Dann will ich euch nicht länger belästigen. Sehr freundlich. Wäre es möglich, einen Blick hineinwerfen? Ihr müsst einen Blick nach drinnen werfen. Wonach genau sucht ihr? Ich bin der neue Sicherheitsinspektor für Gebäude. Wir können es ja nicht angehen lassen, dass ein Gebäude in der Katla nach dem anderen einstürzt. Das ist einfach nicht sicher. Ich habe gehört, dass dieses Gebäude der Hafner, das Gebäude den Hafner gehört. Ich wollte schon immer mal einen Hafner treffen. Hafner, wovon sprecht ihr? Ihr meint, das ist gleich das Hauptquartier der Hafner? Redet doch nicht so laut, das ist doch eigentlich ein Geheimnis. Woher wisst ihr das? Wer hat euch das erzählt? Aber das ist doch die Wahrheit, oder? Ich bin selbst eine Hafnerin und wir erwarten nur, als Gäste behandelt zu werden. Immerhin hat euch Talisa einen vergifteten Freund gebracht. Okay, ihr habt uns Renfeld zurückgebracht, aber deswegen kann ich euch nicht ins Hauptquartier einlassen. Hört mir zu. Wenn ihr einen kleinen Auftrag für uns erfüllt, dürft ihr euch dringend kurz umschauen. Abgemacht? Und was wäre das? Ihr seht so aus, als ob ihr was vom Kämpfen versteht. Nördlich von hier befindet sich ein Haus. Es befindet sich in der Nähe des Zentrums des Viertels. Ich bin eine Hafnerin, mein Freund, und ich kann, glaube ich, gut beurteilen, worauf das hinaus sollte. Ist das wirklich notwendig? Ich fürchte, dabei bleibt es ja hier. Hafnerin oder nicht? Eure Freunde sind Fremde. Sie müssen uns erst gute Absichten beweisen, bevor wir ihnen unsere Geheimnisse in dieser Stadt anvertrauen.
Der Besitzer dieses Hauses ist ein Magier namens Payback, der verderbte Experimente durchführt und so Untiere erschafft, die die Stadt bedrohen. Zerstört sie und wir erfüllen euren Wunsch. Ich erinnere mich an diesen Ort. Kreaturen und zwei Lehrlinge, oder? Ich kann euch versichern, dass sie alle tot sind. Möglich, nur da habt ihr uns den Gefallen offenbar schon erwiesen. Ihr könnt nach drinnen gehen, aber bleibt im Erdgeschoss. Der erste Stock ist viel zu gefährlich. Jeder, der kein Haftender ist und dorthin geht, würde getötet werden. Wir könnten euch nicht helfen. Auf jeden Fall könnt ihr jetzt eintreten, wenn ihr es wünscht. Ich bin überrascht, dass ihr nach all dem, dass ihr so halt im Einlass. Ich bitte euch, Talisa, seid höflich. Unsere Anwesenheit hier ist ohnehin schon fragwürdig genug. Erzählt mir mehr davon. Tja. Ihr müsst eure. Gut. Dies ist also das Heim eurer mysteriösen Harfner. Aha. Durch eure Aufmerksamkeit wird das Mysterium jeden Tag geringer, Fürst Keldorn. Wenn es nach mir ginge, wäre ich hier lieber allein.